Beim Antisupinationsdrill geht es darum, das Schwunggelenk daran zu hindern, dass es nach außen wegbricht, sondern du über den dicken Zehen oder Zehengrundgelenk den Kontakt hältst. Das verbinden wir jetzt mit dem Romanian Deadlift, heißt, die Zugseite kommt von außen, das heißt, der Fuß muss arbeiten, über die Innenseite zu stabilisieren, beginnt über das hohe Knie, führst du deine Hüfte nach hinten. Und schiebst dominant die Ferse nach hinten gegen die Wand, hältst das eine Sekunde, von da aus geht es wieder hoch, über das Knie und dann über die Ferse mit dem gestreckten Bein nach hinten. Wir sprechen an zwei Wiederholungen und viel Spaß!